Hey Leute und willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht's mit ein bisschen was Neuem los. Und zwar seht ihr es hier schon, wir haben hier auch einen neuen Editor. Es sieht alles so ein bisschen anders aus. Ein bisschen, für die Leute, die Python bei mir gesehen haben, ein bisschen wie PyCharm. Und das liegt daran, dass wir auch den Editor von sozusagen denselben Entwicklern haben. Wir benutzen jetzt ab sofort hier bei mir PHP Storm. Sehen wir hier, gibt's leider nicht kostenlos. Allerdings könnt ihr euch eine kostenlose 30-Tage-Probierversion runterladen. Und ich muss schon sagen, der PHP Storm ist hammergeil. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, nur WebStorm zu benutzen. Das ist sozusagen die Variante PHP Storm ohne PHP, also mit JavaScript und so weiter und so fort. Bei PHP Storm ist JavaScript, CSS, alles dabei. Also ihr könnt es gerade mal kurz euch angucken. Hier sehen wir auch, wir können, statt dass wir hier einfach die Farbe eingeben, können wir einfach einen Hashtag setzen und dann Steuerung Leertaste drücken und hier dann aus den Farben auswählen. Oder eben zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, was wir gerade machen wollen. Also es ist hammercool und ich habe mich jetzt deswegen dazu entschieden, ich benutze das Ding, weil der andere ist bei mir ständig abgestürzt. Aber das macht natürlich einfach keinen Unterschied für euch. Ihr könnt natürlich in eurer IDE weiter programmieren und das benutzen, was ihr wollt. Ich wollte euch nur mal kurz darauf aufmerksam machen. Auch für Studenten ist das ganze Ding übrigens kostenlos. Okay, so, was wir jetzt hier machen, ist ganz normal weiter, und zwar mit dem Browser Object Model. Also im Prinzip hat sich nichts für euch geändert, außer dass das Ganze sich jetzt ein bisschen anders, ja, dass es ein bisschen anders aussieht. Ich mache es noch ein bisschen größer für euch. Okay, das Browser Object Model wie das Document Object Model ist so ein bisschen ähnlich zu sehen, nur dass wir jetzt nicht mehr Document.irgendwas machen, wie wir es hier die ganze Zeit gemacht haben, sondern wir machen jetzt Window.irgendwas. Und wir fangen einfach mal direkt damit an, mit was ganz Kleinem. Nicht Windows, sondern Window. Und jetzt haben wir hier schon den Alert. Ups, den Alert habe ich gesagt. Und das ist eigentlich auch schon Browser Object Model. Der Alert gehört zu eurem Browser dazu. Das heißt zu eurem Fenster. Nicht zu dem aktuellen Dokument, sondern tatsächlich zu eurem Fenster. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Alert laufen lasse, das Ganze mal aktualisiere, dann sehen wir hier, dass unter Localhost das ganze Ding eingezeigt wird. Und wenn ich das jetzt irgendwie hier verschieben möchte oder ich möchte irgendwas machen, ihr seht, ich kann hier keinen neuen Tab öffnen, ich kann gar nichts machen. Und das liegt an diesem Alert hier. Der bezieht sich nicht auf das aktuelle Dokument, sondern auf den kompletten Browser. Deswegen Window. Und ja, damit sprecht ihr sozusagen euren Browser an. Also Sachen, die tatsächlich alle Webseiten gleichermaßen machen können. So, ich werde euch hin und wieder mal ein bisschen was Gruseliges zeigen, zum Beispiel, was man so alles machen kann mit dem Ding. Aber jetzt schauen wir uns, wie gesagt, erstmal so ein paar kleinere Basics an, die ihr oftmals sehr, sehr sinnvoll erachten werdet, denke ich mal. Und zwar window.screen. Screen ist, ja, wie es schon sagt, euer Bildschirm sozusagen oder das, was eben sichtbar ist. Und Screen enthält nicht nur eine Variable oder ist nicht nur eine Variable, sondern wenn ich da nochmal einen Punkt mache, dann sehen wir hier gleich viele verschiedene Variablen. Und zwar zum Beispiel hier die Height oder die Width. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, wie das bei mir so aussieht. Und zwar sehen wir hier 1080 ist die Width, die Höhe von meinem Bildschirm. Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe hier mein Fenster ein bisschen resized. Das heißt, es bezieht sich nicht nur auf meinen aktuellen auf meinen Browser hier in dem Fall, sondern tatsächlich auf meinen Bildschirm sogar. Das heißt, JavaScript hat sogar so ein bisschen Zugriff auf euren Bildschirm. Also ihr wisst jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier noch die Width einstelle, dann haben wir 1920 auf 1080. Das heißt, ihr wisst, dass ich jetzt gerade aktuell in Full HD bin. Wenn ich es jetzt auf meinen zweiten Bildschirm verschieben würde, gut, dann wird sich immer noch nichts ändern, weil der auch Full HD ist. Aber theoretisch könnte sich hier dann die Variable ändern. Genau. Wie wir aber alle wissen, haben wir zum Beispiel ganz unten so eine komische Toolbar rumfahren oder, keine Ahnung, die Leute, die Windows benutzen, haben die unten, die Leute, die Ubuntu zum Beispiel benutzen, haben sie meistens an der linken Seite. Und deswegen haben wir nicht unendlich Platz auf dem Bildschirm, also zumindest nicht immer unendlich Platz. Und deswegen gibt es auch noch die Avail Height und die Avail Width. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier Avail Height. Die dürfte sich bei mir auch ein bisschen unterscheiden. Und zwar, ja, 1038. Das ist meine Toolbar oder meine Leiste, die ich unten habe. Linux Mint hat die auch unten. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen Abzug in meiner Avail Height. Okay, über diese Sachen wird übrigens auch teilweise euren Browser-Fingerabdruck gemacht. Denn zum Beispiel auch über so Sachen wie Color Depth, also die
Anzahl an Farben zum Beispiel, kann ich viel rausfinden. Also wenn ich jetzt hier 24 stehen habe, dann ist es vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Leuten, die da 32 oder 16 stehen haben oder sowas. Da kann man schon recht viel über den PC rausfinden, der tatsächlich dieses Ding hier laufen lässt, dieses Script. Und ihr erkennt, es kann auf jeder Webseite laufen gelassen werden. Und somit kann man euch relativ gut fingerprinten. Das heißt, man kann sagen, der und der ist jetzt gerade wiedergekommen, auch wenn ihr eure IP verschleiert. Solche Sachen geben tatsächlich viel Auskunft über den Nutzer, der da gerade die Seite aufruft. Okay, wir haben noch ein paar coole Sachen hier auf Lager jetzt, dieses Video. Danach geht's mit ein bisschen was anderem weiter und natürlich auch immer noch nützlich. Und zwar window.location. Da kann man relativ coole Sachen rausfinden. Und zwar Location teilt sich auch nochmal auf in hier diese ganzen Dinger hier. Könnt ihr alle mal ausprobieren, müsst ihr aber alle nicht ausprobieren. Wichtig ist hauptsächlich href. Das zeigt mir Folgendes an, nämlich wo ich gerade bin, und da sehen wir einfach, was hier oben sozusagen steht. Das heißt, das hier wird euch da angezeigt. Und jetzt habe ich gerade nochmal drauf geklickt, okay. Und das mag jetzt ein bisschen bescheuert und unnütz sein, aber was ich damit durchaus noch machen kann, ist Folgendes. Window.location.href ist gleich. So, und jetzt zum Beispiel http://www.google.com. So, der ein oder andere mag vielleicht schon merken, so geht das. Ja, somit kann ich einfach einen Browser zu einer anderen Webseite hinleiten. Einfach quasi, einen Link aufrufen, ohne dass irgendwas passiert ist. Also zum Beispiel einen Link auf Button-Click aufrufen oder einen Link sogar beim Hovern aufrufen oder sowas. Das geht mit window.location.href. Das könnte ich hiermit machen. Ja, ziemlich cool. Was vielleicht nicht ganz so praktisch ist, was aber auch nicht gerade unnütz ist, ist Hostname. Da kann man einfach hier den Hostname ausgeben lassen. Schauen wir uns einfach auch mal kurz an. Und ja, das ist in meinem Fall Localhost. Ist ein bisschen unspannend. Das ist quasi einfach der Teil hier vorne. Diese Doppelpunkt können wir eigentlich hier weglassen. Na egal. Auf jeden Fall könnt ihr hiermit somit den Betreiber oder ja im Prinzip den Seitennamen oder auch den Host genannt rausfinden. Und für die Leute, die sich für das Ganze hinten dran interessieren, könnt ihr hiermit auch noch über Protocol rausfinden, über was die ganze Seite geladen wird. Also ob ihr gerade sicher seid oder auch nicht. In meinem Fall ist es jetzt hier tatsächlich nur HTTP. Das ist nicht sicher. Hier sollte HTTPS stehen, wenn ihr irgendwie auf einer Webseite oder sowas seid. Das ist ziemlich nützlich, wenn ihr irgendwie ein Add-on oder sowas schreiben wollt. Die sind ja auch oftmals in JavaScript. Wenn ihr hier zum Beispiel ein Add-on schreiben wollt, das euch nur auf sichere Seiten lässt, dann macht ihr hier zum Beispiel auch Protocol, und wenn das ungleich HTTPS ist, dann brechen wir die ganze Sache ab. Gut, das mal als kleine Einführung. Ich denke, ich mache noch ein Video zu dem BOM, weil es dann doch ziemlich nützlich ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.